Tag der Wahrheit in Berlin-Adlershof. Heute erfahren Inhaber Klaus und Koch Marco, wie viele Punkte sie beim Testessen tatsächlich einfahren konnten. Ich habe die Auswertung dabei und was soll ich sagen? Ich habe dreimal nachgerechnet. Aber es ist, wie es ist. Das Blattlos-Team wartet voller Anspannung auf das Ergebnis des Testessens. Schönen guten Morgen. Hallo. Na, wie geht es? Okay. So, ja. Ich habe die Auswertung dabei. Trommel mal die Truppe zusammen. Oh lala. Geht los. Ja, alles klar. Hier nach vorne, ja? Ja. Für Klaus und Marco hängt viel von der Bewertung ab. Wenn die Blattlaus dicht macht, stehen beide vor dem Nichts. So, ihr Lieben, ich fange einfach mal an. Ich will gar nicht lange drum herum reden. Ihr habt von 50 möglichen Punkten von den Testessern nur 15 Punkte bekommen. Oh Gott. Ich hab's nicht gedacht. Das Ergebnis trifft alle Beteiligten wie ein Schlag. Mit so wenig Punkten hatte niemand hier gerechnet. Die Enttäuschung ist riesig. Nachspeise und Ambiente bekamen gerade einmal 2 magere Pünktchen. Mit 4 Punkten wurden der Service und die Vorspeise noch am besten bewertet. Insgesamt fällt das Ergebnis ziemlich dürftig aus. Klaus. Ja, das ist ein harter Schlag. Also hätte ich jetzt nicht mit dir gerechnet. Also ich habe jetzt nicht mit voller Punktzahl gerechnet und nicht mit der Hälfte. Aber ein bisschen mehr hätte ich schon gedacht. Naja, schade. Also du hättest gedacht, dass es mehr Punkte gibt? Ich habe auf jeden Fall auf 23 getippt. Aber das ist so scheiße. Also ich bin jetzt richtig geplättet. Also bevor ich jetzt hier mal weitermache, möchte ich einfach mal sagen, dass auch kein falscher Eindruck entsteht. Ich finde, dass ihr menschlich gesehen einfach echt dufte Typen seid. Aber dennoch kann man leider damit kein Geld verdienen. Die Gäste haben gesagt, dass die Vorspeise, die Suppe, zu wässrig war, zu scharf, zu wenig Geschmack. Die ist ein bisschen zu scharf. Ich hätte mir da eine dickere, fruchtigere Suppe, also mehr Gemüse drin vorgestellt. Hauptspeise. Grundsätzlich ein gutes Gericht. Nur schlecht gemacht. Das Fleisch ist mir eigentlich zu trocken. Angerichtet finde ich, ist das Essen nicht sonderlich gut. Die Bohnen sind viel zu fettig. Das ist nicht so gelungen. Irgendwas ist bei euch, was. Oder was euch dazu bringt, es nicht wirklich mit wirklicher Liebe und Hingabe zu machen. Friss und stirb. Ja, die Nachspeise, da haben die Testesser teilweise gesagt, für Fertigprodukte brauche ich nicht in ein Restaurant zu gehen. Und ich glaube, das ist die schlimmste Strafe, die ein Gast über ein Essen einfach nur machen kann. Klaus, hast du nicht den Anspruch, dass hier so gekocht wird, wie du es vielleicht auch in einem Lokal für dich als Gast erwarten würdest? Ja, sicherlich doch. Du bist hier der Boss. Ja, ja. Ich zähle gerade dich an, nicht deine Mitarbeiter. Ja, ist ja du bist richtig. Der Boss. Ja. Du entscheidest hier, wie gearbeitet wird. Du entscheidest, mit welcher Qualität Speisen rausgehen. Und du entscheidest, wie der Laden aussieht. Und vor allen Dingen, wie der Garten aussieht. Dazu kommt noch, dass du als Letzter wusstest, was es gibt. Du musst doch als Chef hingehen und musst sagen, so Leute, erstes Testessen. Marco, was ist Ambach? Lass uns mal schreiben. Welche Lebensmittel haben wir da? Was wird gekocht? Womit können wir die Gäste beeindrucken? Nichts. Du hast mir gesagt, Marco, Markus einkaufen. Kümmere ich mich drum, der macht das. Der schreibt auch das Menü. Was gibt es? Nö, weiß ich nicht, was es gibt.
ihr habt ein paar Tage in meinem Leben, die waren schlimm gewesen. Ich musste mal zur Armee. Der Tag war hart gewesen. Martina hat sich von mir getrennt, war hart gewesen. Und das hat sich so ungefähr mit eingereiht. Das war mit das, so das Härteste, so muss ich sagen. Das war, saß wie ein Stich so. So drin, ja. Okay. Das ist der Status. Marco, zeigst du mir die Küche? Hm? Ich habe euch gestern eine Aufgabe gegeben, ich möchte das gerne sehen. Okay? Ja. Alles klar. Viel Erfolg. Erfolg kann Koch Marco jetzt gut gebrauchen. Die Küche befand sich bisher in einem katastrophalen Zustand. Deshalb verordnete Frank Rosin eine extra Nachtschicht. Bis in die frühen Morgenstunden schrubbten Marco, Klaus und Martina die Küche. Das Ergebnis überzeugt den Kochprofi. War so schwer? Nee. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Entweder bin ich blind geworden dafür, viel mehr Platz, heller. Ich sehe, dass es ein Anfang ist und ich sehe hier, dass euch wirklich sehr viel Wettbewerb gemacht mit der Flick, mit der Flex. Mit der Flex halt drunter. Also hier in Berlin werden die Küchen mit der Flex sauber gemacht. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Dann lass uns gleich mal kochen. Ich will mal sehen, wie du kochst. Hm? Dann komm, lass uns erstmal die ganzen Sachen holen, okay? Ja. Alles klar. Klar. Los. Das Fertigprodukt der Allerlei ist Geschichte. Es gibt frischen Möhreneintopf à la Frank Rosin. Legen wir mal los. Okay, ich mach Zwiebeln. Ne? Und dann loslegen. Gut. Hier werden die Möhren nicht geraspelt, sondern erstmal nur geschält. Der Sternekoch widmet sich seiner Lieblingsbeschäftigung, dem leidigen Zwiebelschälen. Die Kartoffeln werden nachher als Suppeneinlage serviert. Mit Olivenöl werden die gehackten Zwiebeln zunächst angeschwitzt. So, kochen wir schön mit Olivenöl, ne? Mhm. Weil wir auch schön gesund kochen wollen, ne? Warum ist Olivenöl gesund? Warum? Ich denke, weil da die besten Vitamine drin sind. Nee, also weil es mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält. Mhm. Und ungesättigte Fettsäuren sind dafür da, dass der Körper sie aufnimmt und verwerten kann. So, jetzt habe ich Zwiebelchen, ein bisschen Knoblauch. Jetzt fange ich an, deine Karotten hier zu schneiden. Aber erst müssen die Zwiebeln angeschwitzt werden. Ne? Du kannst sie mal ein bisschen abwürzen. Möchte ein bisschen Salz, Pfeffer und vor allen Dingen eine Prise Zucker. Ja. Warum Zucker? Auch für den Geschmack. Also ich mache mal für den Geschmack den Zucker. Der karamellisiert so ein bisschen. Genau. Und demzufolge ist es also nicht so eine starke Süße, sondern es ist ein Bindemittel, um die Aromen miteinander zu verbinden, aber auch die Aromen herauszukitzeln. Hm. Und darum hilft man mit einer Prise Zucker nach. Und da möchte ich dich jetzt gerne drum bitten. Ja. Marco bekommt einen Kochkurs zum Nulltarif und er stellt sich dabei gar nicht so schlecht an. Noch mangelt es ihm aber an der Liebe zum Detail. Ein Koch würzt immer aus der Hand. Und zwar so, das Gewürz rieselt ihm aus der Hand. Stell dir mal vor, du gehst jetzt hier hin, vertust dich und schwupp hast du 100 Gramm Zucker drin. Wegschmeißen. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Möhren und Porree schmecken und sind gesund. Als nächstes wird die Brühe abgegossen und köchelt nun zusammen mit dem Gemüse vor sich hin. Jetzt kriegst du schon richtig Bock, ne? Ja. Sieht frisch aus. So. Jetzt kommt das andere hier rein. Die Kartoffeln werden mit dem Speck angebraten. Das Gemüse brät der Sternekoch aufgrund der kürzeren Garzeit getrennt an. Okay, jetzt werden wir die ganze Sache hier mixen. Und los geht's. Zu guter Letzt werden Brühe und Gemüse sämig püriert. Die fertige Suppe wird nun noch über das gebratene Gemüse und die Kartoffeln samt krossem Speck gegossen. So, dann lass es noch mal probieren. Siehst du, jetzt haben wir nämlich die schöne Konsistenz mit der Einlage, die wir extra produziert haben, damit sie noch schön Farbe hat, mhm. Ja, damit die Kräuter frisch sind und alles nicht zerkocht ist. Ne? Das sieht appetitlich aus. So geht das mit dem Kochen. Alles schön mit Biss. Boah. Schmeckt gut, das ist wirklich gut. Nach den Fortschritten in der Küche verschafft sich Frank Rosin einen Einblick in die Finanzen des Restaurants. Die Buchhaltung in der Blattlaus. Ein großes Thema. Ein Unternehmer muss wissen, wie viel Geld er verdient. Er muss wissen, wie viel Verluste er macht. Er muss wissen, wie viel Kosten er hat. Er muss eine Übersicht haben. Was habt ihr jetzt?
Der Sternekoch schaut sich die Steuererklärungen der vergangenen Jahre an. Das, was er da zu sehen bekommt, überrascht den Gastronomen. Ich sag mal, das sieht ja besser aus, als ich dachte. Als er gestern die improvisierte Kasse vorfand, hegte Frank Rosin die schlimmsten Befürchtungen. Aber die Buchhaltung wird vorbildlich geführt. Dennoch gibt's an den Zahlen nichts schön zu reden. Umsatz habt ihr bis Juli 30.000 Euro gemacht? 30.000 Euro Umsatz in 6 Monaten. Das ist schlichtweg zu wenig, um Pacht, Strom, Unterhalt und sich selbst zu finanzieren. Fakt ist, dass ihr von halbjährlich 8.300 Euro nicht leben könnt. So sieht's aus, genau so ist es ja. Zum Leben bleiben Klaus und Marco zusammen gerade einmal 1.300 Euro brutto. Damit liegt ihr Einkommen unter dem durchschnittlichen Hartz-IV-Niveau. Was machen wir? Wir wollen weitermachen, auf jeden Fall. Also ich habe mit meinen gesprochen. Ich habe da ein paar Fragen, mal, wie ich in meiner Position mich vielleicht auch verändern könnte. Ja? Als der Chef brauchst du einfach nicht nur einen Plan für dich, sondern du brauchst auch einen Plan für deine Mitarbeiter. Du musst deine Mitarbeiter führen. Und den Plan, den werden wir jetzt schreiben. Folgende Maßnahmen wurden ausgearbeitet. Gastraum und Außenbereich werden einer Generalüberholung unterzogen. Klaus muss endlich ein richtiger Chef sein und Verantwortung übernehmen. In der Küche wird Frank Rosin für das nötige Koch-Know-how sorgen. Fertigprodukte sind passé, hier wird in Zukunft frisch gekocht. Zu guter Letzt muss ein Termin mit dem Vorstand der Kleingartenanlage vereinbart werden. Der Vorstand fordert 800 Euro Pacht von Inhaber Klaus. Dieser Posten schröpft den größten Teil des monatlichen Umsatzes. Bis dahin. Bis dort. Der Sternekoch will so schnell wie möglich beide Parteien an einen Tisch holen. Bleibt abzuwarten, ob sich der Vorstand überhaupt auf solch ein Gespräch einlässt. Hier ist jetzt erstmal für die nächsten 4 Tage geschlossen. Aber hoffentlich auch wirklich nur für 4 Tage. Kein Ende in Sicht.